Endlich Playoffs. Nach einer Fabelsaison mit nur 6 Niederlagen in 30 Spielen beendeten die Niners die Hauptrunde souverän auf Platz 1. Nach einem Jahr Pause meldeten sich die Orange Boys also beeindruckend im Aufstiegsrennen zurück. Gegner im Viertelfinale waren die 8 Platzierten aus Karlsruhe, die ihr letztes Saisonspiel gegen Trier verloren und somit auf Chemnitz warteten. Bis auf Matt Scott waren die Niners frisch und komplett. Für Scotty ist das natürlich bitter, dass er in der entscheidenden Phase der Saison zunächst nicht mitwirken kann. To start off, it honestly, it hurts that I had this injury, but it comes with the game, so I just got to deal with it. I love to see my team come out and still play. They know I'm rooting for them. They know I'm working hard every day to get back, and I definitely have a chance to get back in the playoffs and play in the playoffs once again. Das würde dem Chemnitzer Team natürlich noch mehr Tiefe und vor allem Aggressivität geben. Schließlich war Scott ein Antreiber und Energiebündel auf dem Feld. Gegen Karlsruhe konnten die Niners in der Hauptrunde zweimal gewinnen. Das Hinspiel daheim knapp mit 3 Punkten. Das Rückspiel ohne Scott, Richter und Elliott glasklar mit 18 Punkten Vorsprung. Matt Scott, der nun immer noch pausieren muss, weiß, worauf es in dieser Serie ankommen wird. I just think that the guys need to bring the intensity. Let our defense lead to our offense and we will go downhill and score in transition and that's what we like to do. Und auch wenn er zum Zuschauen verbannt war, Bock hatte er trotzdem auf dieses erste Spiel. Okay, let's go Niners, I want to see everybody get hyped tonight. Und so starten wir direkt mit Spiel 1 in Chemnitz. Die Niners starteten direkt gut in die Partie und führten schnell 5:0 und 9:4. Die darauffolgenden Minuten gehörten aber einzig und allein den Lions. Mit einem 14:1 Lauf innerhalb von 5 Minuten zogen sie an den Hausherren vorbei und verschafften sich ein erstes kleines Polster zur ersten Viertelpause. 10:18 der Spielstand. Nach der kurzen Pause legte Parker nochmal Punkte nach und so war der Vorsprung früh im Spiel schon zweistellig für die Gäste. Doch die Niners fanden nun offensiv endlich zu ihrem Rhythmus und konnten so Punkt um Punkt vom Rückstand abknabbern und sorgten ganz nebenbei für einige Highlights. Malte Ziegenhagen scorte in dieser Phase 10 Punkte, Ivan Elliott 9. So hatten die beiden großen Anteil daran, dass Virgil Matthews kurz vor der Pause erstmals im zweiten Viertel die Niners wieder in Front brachte. Zum krönenden Abschluss netzte Calvin Gilder-Tilbury mit der Sirene von Downtown ein, 45:40 nach 20 gespielten Minuten. Das dritte Viertel ist dann in den ersten Minuten komplett ausgeglichen. Chemnitz versucht immer wieder Abstand zwischen sich und die Lions zu bringen, doch die wehren sich immer wieder. Ein kleiner 7:0 Lauf gut 4 Minuten vor Ende des Abschnitts hat die höchste Chemnitzer Führung des Abends zufolge. 9 Punkte vor, 61:52. Doch Karlsruhe kommt Stück für Stück wieder zurück und so ist der Vorsprung mit Ablauf der Vierteluhr nur noch hauchdünn. Chemnitz 67, Karlsruhe 66. Und die Lions lagen zu Beginn des Schlussabschnitts sogar in Front. Embo zum 72:73. Doch dann schalteten die Chemnitzer vor allem defensiv endgültig den Schalter um. In den letzten 8 Minuten des Spiels gelangen den Lions gerade einmal 4 Pünktchen, während die Niners 17 erzielten. An 13 dieser 17 Punkte war Lukas Wank direkt beteiligt, 11 steuerte er selbst bei und einen Treffer legte er auf. Er war der X-Faktor in einer furiosen Schlussphase. Sein Dreier zur 8-Punkte-Führung 2 Minuten vor Ende der Partie war so etwas wie der Todesstoß für die Lions. Am Ende stand dann ein doch deutlicher 89:77 Erfolg in Spiel 1 zu Buche. Wir fragten bei Lukas Wank nach, wie er das Spiel gesehen hat. Erste Halbzeit haben wir uns sehr, sehr schwer getan, glaube ich. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann am Ende, viertes Viertel oder Mitte viertes Viertel, glaube ich, ganz gut gemacht, weil wir wir haben sie viel faulen lassen. Die waren in Foul-Probleme und da mussten sie immer viel wechseln, sie hatten keinen Rhythmus und das hat uns das Spiel dann gewonnen am Ende. Dennoch war der Erfolg sehr hart erkämpft. Karlsruhe hatte es den Niners schwerer gemacht, als manch einer vermutete. Wie analysiert man nun am besten die Fehler, die gemacht wurden? Erstmal Malle-Urlaub. Ich würde sagen, Kleinigkeiten. Einfach, wir gucken jetzt auf Video, gucken uns an, was wir besser machen können.
Und das sind alles Kleinigkeiten, weil ich glaube, wir haben jedes Spiel so gespielt, als ob es ein Playoff-Spiel wäre in der Saison. Haben alles ernst genommen, immer. Wir haben nichts verändert an der Vorbereitung, wie wir was machen. Wir machen alles so wie in der Saison und das, glaube ich, tut uns ziemlich gut. Und einfach so weitermachen und gucken, was die Kleinigkeiten sind. Mit Lukas trat heute ein Spieler in der Crunch-Time ins Rampenlicht. In der Vergangenheit war es gefühlt schon einmal jeder der Profispieler im Kader, der eine Partie zugunsten der Niners entscheiden konnte. Darin liegt wahrscheinlich das große Plus des Teams. Es gibt nicht nur diesen einen Go-To-Guy, auf den sich alle verlassen. Ja, ich glaube, das ist unsere Stärke die ganze Saison schon lang, dass wir tief sind oder dass wir so tief wie kein anderes Team sind. Dass wenn einer mal schlecht spielt, zweimal schlecht spielen, das ist bei uns nicht schlimm, weil jeder kann scoren bei uns und jeder macht das auch und wir passen den Ball gut und jeder kommt so ein bisschen in den Spielfluss mit rein und wird nicht ausgelassen und das zeichnet uns, glaube ich, schon die ganze Saison aus. In der letzten Saison spielte Lukas Wank gemeinsam mit West und Gilda Tilbury schon einmal gegen Karlsruhe im Viertelfinale der Playoffs. Mit den Rheinstars Köln setzte es damals eine 0:3 Niederlage. Der Sieg in Spiel 1 war also mit Sicherheit eine kleine Genugtuung für die Schmach im Vorjahr. Da kann ich mich, glaube ich, nur noch ganz schwarz daran erinnern, aber da kann was gewesen sein. Aber das haben wir alle drei haben wir gar nicht vor Augen. Also jetzt wirklich nicht, das war uns völlig egal. Wir sind Erster gewesen die Saison und wir haben Karlsruhe zweimal gut geschlagen in der Saison und heute auch wieder. Also ich glaube, wir haben gezeigt, das juckt uns gar nicht mehr. Und so ging es wenige Tage später zum Spiel 2 nach Karlsruhe. Und dort traten die Niners nach kleinen Startschwierigkeiten sehr souverän auf und konnten am Ende nach zwischenzeitlicher 21-Punkte-Führung noch mit 11 Punkten Vorsprung auch Spiel 2 gewinnen. So konnte am vergangenen Freitag der Sack im dritten Spiel der Serie schon zugemacht werden. Assistant Coach Stephen Hutchinson war vor der Partie zuversichtlich, dass ein ähnliches Ergebnis wie in den ersten beiden Spielen erzielt werden könnte. Ich glaube, wenn wir uns dasselbe Spielplan machen, dann müsste es eigentlich dieselbe Ergebnisse geben. Wir werden hart verteidigen heute. Ich glaube, die Jungs sind gut erholt. Wir haben extra Nacht übernachtet in Karlsruhe und ich glaube, die Beine sind frisch und ich glaube, wir werden heute Dampf geben. Und auch wenn man 2:0 führt, es gibt immer etwas zu verbessern. Ja, ich glaube, das kommt dann heute. Wir müssen uns besser ausboxen und Rebounds holen. Die haben über 20 Rebounds das letzte Spiel geholt und ich glaube, wir müssen diese Situation besser machen. Und so starten wir direkt in Spiel 3. Chemnitz, immer noch ohne Matt Scott, erwischte wie in den ersten beiden Partien keinen guten Start. Und so führten die Lions recht schnell mit 13:5 und netzten nach nicht einmal 4 Minuten schon 4-mal von Downtown ein. Chemnitz kam nur langsam in Tritt und so traf Johnson den 5. Dreier für seine Karlsruhe kurz vor der ersten Pause zum 13:20. Karlsruhe wollte den Niners das Halbfinalticket also nicht kampflos übergeben. Ziegenhagen verkürzte mit dem ersten Niners-Dreier an diesem Abend zum 16:20 Pausenstand. Nach der 2-minütigen Unterbrechung marschierten die Lions aber weiter davon. Mit einem 10:0-Lauf starteten sie die ersten 3,5 Minuten in Viertel 2 und führten so mit 14 Punkten. Ihre höchste Führung der ganzen Serie gegen die Niners. Und bis zum 27:37 nach 16,5 gespielten Minuten konnten sie die zweistellige Führung auch aufrechterhalten. Doch dann rollte er wieder los, der Chemnitzer Offensivzug. Mit einem 15:2-Spurt beendeten die Niners Halbzeit 1. Elliott, Lodders und vor allem Ziegenhagen konnten in dieser Phase scoren und die Halle so richtig auf Betriebstemperatur bringen. So führten die Niners nach 20 Minuten erstmals mit 42:40. Das dritte Viertel war dann komplett ausgeglichen, beide Mannschaften tauschten die Führungen aus und kein Team konnte sich mit mehr als 5 Punkten absetzen. Es gab viele kleinliche Pfiffe der Schiedsrichter auf beiden Seiten und somit durften beide Teams sehr oft an die Linie. Und so holten sich die Gäste mit 4 von 6 verwandelten Freiwürfen in der letzten Spielminute des Viertels die Führung 61:62 vorm alles entscheidenden Schlussabschnitt. Und diesen begannen die Hausherren wieder treffsicherer und spektakulär. Nach Maltes Dreier zum 71:66 führten die Niners wieder mit 6. Nach dem Treffer von Karen Ross legte Malte noch einen Dreier nach. Und der alte Mann Virgil Matthews sorgte mit seinem Stil und der Vorlage für Matt West für das nächste Highlight 76:67, 9 Punkte vor, Auszeit Karlsruhe.
Orlando Parker verkürzte knapp 3 Minuten vor Ende der Partie wieder auf 5, doch die Crunch-Time gehörte wie schon im ersten Spiel den Niners. Mit einem 7:1 Schlusslauf beendeten die Chemnitzer das Spiel und damit auch alle Hoffnungen der Lions, die Serie nochmal spannend zu gestalten. 86:75 hieß es am Ende, somit gewannen die Niners die 3 Spiele mit 12, 11 und nochmal 11 Punkten Vorsprung souverän. Auch wenn es ein dickes Brett war, das die Niners hier bohren mussten, die Stimmen zum Spiel. Karlsruhe kam in allen 3 Spielen immer sehr gut aus der Kabine raus. Besonders in den ersten beiden Vierteln haben sie uns immer große Probleme bereitet. Und da sind wir das ein oder andere Mal auch einem kleinen, beziehungsweise heute auch einem größeren Rückstand hinterhergelaufen. Aber insgesamt über 40 Minuten konnten wir dann einfach das Spiel für uns gewinnen. Ja, also ich bin immer noch sprachlos. Also ich finde es immer wieder erstaunlich. Obwohl man 2-0 schon vorne liegt, wird es eigentlich geschenkt. Das haben wir vor 2 Jahren bitterlich erkennen müssen. Heute war es anders. Wir waren 2-0 vorne, haben das dritte jetzt voll gemacht und sind jetzt im Halbfinale. Und bin total stolz auf die Mannschaft, wie die nach diesem Rhythmus, diesen schweren Rhythmus, Mittwoch gespielt, Freitag wieder spielen. Und trotzdem, am Ende waren wir weit hinten und haben aber trotzdem den Sieg rausgeholt. Ja, es ist gut. Es ist mein erstes 3-0-Sweep. Und bisschen Ruhe, dann weitermachen, Halbfinal. Die Niners konnten sich also in 3 Spielen durchsetzen, genauso wie Heidelberg und Nürnberg, die nun im Halbfinale aufeinandertreffen. Der Chemnitzer Gegner wurde am Montagabend in Rostock ermittelt, als sich die Towers aus Hamburg in Spiel 4 ihrer Serie gegen die Seawolves durchsetzen konnten. So hat Chemnitz 3 Tage mehr Zeit zum Regenerieren. Grund genug, dem Team nach dem Erfolg gegen Karlsruhe 2 Tage freizugeben. Darüber bin ich so glücklich, ne? Einfach mal sich eine kurze Timeout zu gönnen, nachdem man 3 Tage, 4 Tage miteinander verbracht hat. Das braucht man auch im Sport einfach mal, weil man hockt sonst die ganze Zeit aufeinander. Und obwohl das jetzt klasse Jungs sind. Nee, aber ich denke, es ist ein super Vorteil. Ich meine, Hamburg, ich weiß nicht, wie Hamburg Rostock gespielt hat. Hamburg hat gewonnen mit 10 zu Hause. Okay, und ich meine, wenn da jetzt wieder ein viertes Spiel und dann ein 5. forciert wird, dann haben wir auf jeden Fall Vorteil in den Knochen. Ja, einen Wunschgegner haben wir jetzt nicht. Wir haben beide Teams geschlagen in der regulären Saison. Wir kriegen jetzt erstmal ein oder zwei Tage frei und dann haben wir Montag eine ganz normale Woche, da wir ja Samstag wieder spielen. Spieler der Serie gegen Karlsruhe war für uns Malte Ziegenhagen. Mit durchschnittlich 20 Punkten, über 3 Assists, unglaublichen 61,1% von Downtown und fast 90% von der Linie war er mit 18,7 Effektivitätspunkten der wichtigste Eckpfeiler im Team von Rodrigo Pastore. Auch 2 weitere deutsche Akteure spielten groß auf, Robin Lodders und Lukas Wank. Zusammen mit Malte erzielten die 3 54% aller Niners-Punkte in Runde 1 und hatten somit maßgeblichen Anteil am Viertelfinalerfolg. Nun geht es also gegen Hamburg, gegen die Chemnitzer Jungs beide regulären Saisonspiele gewinnen konnten. Dennoch sind die Towers das einzige Team, das neben den Niners offen mit dem Thema Aufstieg umgegangen ist. So wird am Ende des Halbfinals auf jeden Fall ein Team sein gestecktes Ziel für diese Saison verfehlen. Prognosen abzugeben fällt dabei schwer. Sicher sind die Niners aufgrund der Hauptrundenergebnisse und der souveränen Tabellenführung leichter Favorit. Doch rein von der Kaderqualität her nehmen sich beide Teams nichts. Im Gegenteil, Hamburg scheint individuell sogar besser besetzt. Es kommt also, wie schon die ganze Saison, auf das gute Teamplay der Niners an. Virgil Matthews hat noch ein weiteres Erfolgsrezept, wie er sich mit seinen 35 Jahren auf die Serie gegen Hamburg vorbereiten wird. Entspannen. Entspannen? Ja, das ist für mich. Old man, Ruhe. Pause machen. In diesem Sinne, erholt euch alle gut und dann sehen wir uns am Samstag in der Richard-Hartmann-Halle zum Spiel 1 im Halbfinale. Niners gegen Towers. Zum Abschluss dieser Ausgabe nochmal das Highlight der Serie, präsentiert von Sanitär Hase. Und es ist für uns Lukas Wanks Dank im Tempo-Gegenstoß aus dem 4. Viertel von Spiel 3. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.